Die Freie Dorfschule Lübeck, eine private Bildungseinrichtung, die nach eigenen Angaben etwa selbstgestörtes Lernen und den Waldorf-Lehrplan anbietet, steht vor dem Aus. Das schleswig-holsteinische Bildungsministerium hat die Schule mit sofortiger Wirkung geschlossen, nachdem Kontrollen im Februar und März ein alarmierendes Bild gezeichnet hatten. Demnach waren bei 14 Kontrollen meist weniger als die Hälfte der angemeldeten 55 Schüler anwesend, bei 3 Stichproben war die Schule sogar ganz geschlossen. Zudem seien Krankmeldungen der abwesenden Kinder oder Nachweise für außerschulische Aktivitäten nicht oder kaum vorgelegt worden. Auch viele Lehrkräfte fehlten. Statt 7 waren nach Ministeriumsangaben nur 2 regelmäßig anwesend. Aufgrund dieser Unregelmäßigkeiten wird der Schule nun die Genehmigung entzogen. Die betroffenen Kinder sollen an anderen Schulen untergebracht werden. Sollte der Unterricht dennoch stattfinden, droht der Schule eine Geldstrafe von 10.000 Euro. Die Schulleitung widerspricht der Darstellung des Ministeriums und plant, rechtliche Schritte gegen die Schließung einzuleiten.